Heute geht es um den Fenchelporling. Es ist ein Baumschwamm, wie es viele gibt, die man vielleicht viel zu wenig beachtet, aber es sind sehr große Heilwirkungen und Vitalstoffe drinnen. Wie immer, jeder ist für sich und sein Tun selber verantwortlich. Bitte vorweg informieren und nicht einfach was sammeln, was man nicht kennt und nicht weiß. Ja, der Fenchelporling wächst mehrjährig. Er wächst auf alten Fichtenstümpfen und ich bin da unterwegs und da ist sehr, sehr schwierig eingebohrt, aber da ist der größte drauf. Und dann bin ich jetzt da runtergegangen. Da ist ein Bach in der Nähe, muss nicht immer sein, aber wenn es ein bisschen ein feuchteres Gebiet ist, ist es schon optimal für den Fenchelporling. Erkennen tut man den Fenchelporling einfach einmal. Er ist im Gegensatz zum Rotrandigen, der sehr ähnlich ausschaut, weich und samtig. Er ist orange unterhalb und wenn man dann anschneidet, er riecht einfach fantastisch. Nach Gewürzen eher unverkennbar. Es gibt auch nur einen Baumpilz, der giftig ist und der ist so selten, also den habe ich noch nie gesehen. Und alle anderen sind eigentlich genießbar. Man kann es nicht so essen, wie man jetzt Schwammerl im herkömmlichen Sinn macht, also irgendwie verkocht, sondern die Zubereitung kann man beim Fenchelporling eben mittels Teeauszug. Das kann man bei allen Baumschwämmen machen, soweit ich das weiß. Also man geht einmal heim, schneidet, reinigt ihn leicht und schneidet ihn in dünne Scheiben. Kann die trocknen, wobei der Geruch durch die Trocknung dann mit der Zeit abnimmt. Das heißt, jedes Baumschwammerl hält ein paar Jahre in ein Glasl, wenn es gut getrocknet ist. Beim Fenchelporling ist es umso frischer, was es ist, verwendet wird, umso intensiver schmeckt er und riecht er. Ja, ich schneide dann in dünne Scheiben mit der Brotmaschine, schneide das Holz ein bisschen runter, das da hinten ist. Also ich fahre noch bis da, diesen Teil schneide ich zusammen mit der Brotmaschine. Er quietscht ganz leicht, wenn er dann schon ein bisschen öder ist, also er gehört relativ frisch gleich geschnitten. Und dann trockne ich ihn oder lege ihn eben schon ein. Also ich mache eine Tinktur damit oder am besten ein Likör. Also ein Fenchellikör ist einfach ein absoluter Traum. Eine Handvoll in einen Gin einlegen, in ein Glas, ein bisschen an braunen Zucker dazu, eine Zimtrinde, ein bisschen Orangenscheiben, da ein paar Mal schütteln, das ein paar Wochen stehen lassen, abseihen und nur ein wenig nachziehen lassen, ist ein Traum. Ja, überhaupt auch Teeauszug. Ja, man kann alles Mögliche, auch an Essig und so weiter damit machen, in Essig ausziehen lassen. Die Wirkung ist besonders also auf dem Magen-Darm-Trakt. Heißt es bei Sodbrennen, eine Tinktur ist recht hilfreich. Dann ist die Wirkung auch, dass man sehr entspannt wird. Man kann den Fenchelporling räuchern, diese Scheiben einfach anbrennen und hinlegen und verräuchern lassen. Anscheinend heißt es, wenn man diesen Rauch einatmet, ist Schlaganfallprophylaxe bzw. ja direkt noch ein Schlaganfall sehr wertvoll. Dann ja, kann man diese Achso, die Wirkung war mir gerade, genau. Genau, also beruhigend am Abend ein Stamperlikör und vielleicht räuchern, ist ein Traum, man schläft herrlich, kann man natürlich auch einen Tee trinken. Tee tut man immer 30 Minuten simmern lassen, das tut man bei jedem Baumschwamm. Das heißt, es dauert schon eine Zeit, bis dass sich die ganzen Vitalstoffe herausziehen. Und ja, ist sicher ein T-Shirt ganz optimal, wenn man das auf ein T-Shirt machen kann, dann tut man den, aber kann man, die Baumschwammerl kann man bis zu 10 Mal verwenden. Das heißt, man gibt gleich wieder, wenn man abgeseiht hat, den Tee frisches Wasser dazu für den nächsten Tag, lässt es stehen, am nächsten Tag kocht man das wieder auf. Bei der Wirkung ist es auch so, dass meine Lehrerin, sage ich mal, von der ich sehr viel lerne, die Familie Fleischhandel, also es ist ein Ehepaar, die haben auch einen Test gemacht, also einen Versuch gemacht mit frischen Kiefernzapfen angesetzt und in einer Tinktur, oder ich glaube, sie hat einen Likör gemacht, genau, wirkt auch besonders gut bei Husten und die Atemwegserkrankungen, hat sie gemeint. Da habe ich jetzt noch nicht so viel Erfahrung, werde aber jetzt testen, wann das einmal wieder, also bei mir ist es besser, aber es könnte sein, dass es wieder eine neue Möglichkeit gibt zum Ausprobieren. Und generell sollte man eine Kur immer auch schon 3 Wochen so circa machen, dass man auch merkt, das ist ja nicht so wie bei einem Medikament, das sofort
wirkt. Das dauert ein bisschen und dafür ist es wirklich 100% natürlich. Genau. Mit schönen Grüßen aus dem Wald. Das war's heute mal zum Fenchelpurling.